Das blaue Tor ist die Pforte in eine andere Welt. Wer sie passiert, taucht ein in die Altstadt von Fes. Die Medina der ältesten Königsstadt Marokkos. UNESCO-Weltkulturerbe. Eine Welt voller Geschichte, Farben und vor allem voller Gerüche. Es ist die Welt von Adnan Remal. Kräuter und Gewürze werden in der marokkanischen Kultur seit langer Zeit verwendet. Sowohl in der Küche als auch für medizinische Zwecke. Also um bestimmte Beschwerden zu kurieren. Schon bevor ich Wissenschaftler wurde, war ich deshalb überzeugt davon, dass in aromatischen Pflanzen echte pharmazeutische Wirkstoffe stecken. Kräuter und Gewürze sollten für den Pharmakologen Adnan Remal dann auch tatsächlich bedeutend werden. Denn ihre Düfte sind nichts anderes als chemische Verbindungen. Spezielle Moleküle aus pflanzlichen ätherischen Ölen. Die Pflanzen benutzen sie als Waffe. Mit ihnen bekämpfen sie Bakterien und Schädlinge. Adnan Remal wollte sie zu seiner Waffe machen. 1988 habe ich Chirurgen getroffen, die mir erzählten, dass sie bei schweren Operationen durchaus erfolgreich sind. Aber viele Patienten sterben trotzdem, weil sie sich im Krankenhaus mit multiresistenten Keimen anstecken, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt. An dem Tag habe ich beschlossen, meine ganze Forschungskarriere diesem Thema zu widmen. Ich wollte versuchen, multiresistente Bakterien zu bekämpfen und eine Lösung für dieses Problem zu finden. Die Möglichkeit dazu findet Adnan Remal an der Universität Fes. Hier widmet er sich akribischer Grundlagenforschung. Schließlich versteht er, wie genau die Stoffe aus ätherischen Ölen Bakterien bekämpfen. Aber der Forscher erkennt, sollen sie beim Menschen Infektionen und Keime besiegen, müsste er sehr viel davon einsetzen. Doch das ist nicht möglich. Die Menge von ätherischen Ölen, die wir Patienten geben müssten, damit sie alleine wirken, würde starke Nebenwirkungen hervorrufen. Also haben wir gesagt, wenn wir nicht nur ätherische Öle verwenden können, werden wir sie mit Antibiotika mischen und so versuchen, einen Synergieeffekt zu erzeugen. Remal sucht nach einem Stoff, der die Schlagkraft von Antibiotika verstärken kann. Und er findet ihn: Carvacrol. Enthalten zum Beispiel in Majoran, Thymian und Oregano. Zusammen mit Antibiotika wird diese Substanz zu einer medizinischen Waffe, die resistente Bakterien besiegen kann. Ein Antibiotikum ist wie ein Schlüssel, der eine Tür im Bakterium aufsperrt und es so bekämpft. Aber wenn das Bakterium mutiert und der Schlüssel nicht mehr passt, dann ist das Bakterium unangreifbar, resistent. Wir haben gezeigt, dass die ätherischen Öle nicht wie ein Schlüssel funktionieren, sondern wie ein Hammer, der die ganze Tür einfach einschlägt. Adnan Remal patentiert seine Entdeckung. Mittlerweile nutzt er dafür auch eine Substanz aus Eukalyptusbäumen. Zusammen mit einem marokkanischen Pharmaunternehmen will er nun den Antibiotika-Booster mit der Eukalyptus-Essenz auf den Markt bringen. Es wäre, so der Forscher, das erste in Marokko entwickelte Medikament. Doch schon hat der Pharmakologe neue Ideen. Nun will er verhindern, dass resistente Bakterien überhaupt entstehen. In der landwirtschaftlichen Viehzucht sind Antibiotika schon lange im Einsatz. Auch um das Wachstum der Tiere zu beschleunigen. Dieser übermäßige Gebrauch hat viele resistente Bakterien entstehen lassen. Auf diesem Hof ist das jetzt anders. Jeden Abend bekommen die Rinder hier kleine Pellets, voll mit ätherischen Ölen. Antibiotika sind nicht mehr nötig. Der Tierhalter erzielt damit den gleichen Wachstumseffekt wie mit Antibiotika.
Gleichzeitig sind die Tiere gesünder und bringen mehr Leistung. Überraschend für uns war, dass die Verbraucher sagen, sogar das Fleisch schmeckt besser, ist zarter und riecht auch besser. Mittlerweile hat Adnan Remal kaum mehr Zeit, im Labor zu forschen. Immer mehr Bauern wollen sein neues Mittel ausprobieren. Es ist um 30% billiger als Antibiotika. Außerdem hat sich dessen gute Wirkung auf das Fleisch herumgesprochen. Dass keine resistenten Keime mehr entstehen, gerät dabei fast zur Nebensache. Für Adnan Remal aber bleibt das entscheidend. Schließlich hat er dem Kampf gegen diese weltweite Bedrohung sein Leben gewidmet.